Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Nach dem Sensationstriumph im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart kehrte der Liga-Alltag ins Rostocker Ostseestadion zurück. Die Würzburger Kickers waren zu Gast und die Hansa-Fans, sie hofften auf die nächste Gala, zumal Rostock im eigenen Stadion seit Mitte März ungeschlagen war. Aber mit mehr Schwung starteten die Gäste aus Würzburg in den roten Trikots. Dominik Baumann nach nur 5 Minuten mit der Chance zum frühen 1:0. Baumann, der hatte zuletzt auch beim 3:1 gegen Cottbus den ersten Saisonsieg der Würzburger getroffen. Bei diesem Abschluss fehlte wahrlich nicht viel. Ja, das Stuttgart-Spiel hatte Kraft gekostet. Pavel Dotschew hatte auch vor zu viel Euphorie gewarnt und er sah sich bestätigt. Würzburg, die aktivere, die bessere Mannschaft. Und nach 29 Minuten mit dem verdienten 1:0 Hendrik Hansen, der Torschütze, der Innenverteidiger mit seinem ersten Drittligatreffer. Das Tor zu diesem Zeitpunkt völlig in Ordnung. Von Rostock kam viel zu wenig. Würzburg dagegen investierte eine Menge, aber dieser Treffer hätte trotzdem irgendwie nicht zählen dürfen. Denn Hansen, der schubste zuvor Bülow, machte das danach allerdings stark. Dennoch ein Treffer, für mich eher irregulär. Änderte aber nichts an einem richtig starken Auswärtsauftritt der Schiele Mannschaft, nicht nur in Durchgang 1, sondern auch in Abschnitt 2. Eine Minute rum nach dem Wiederanpfiff. Baumann flankt, Ademi köpft an die Latte und Skalatidis nagelt das Ding per Direktabnahme rein. Das 2:0, die ganz kalte Dusche für Hansa zu Beginn der zweiten Hälfte. Sie hatten sich noch mal viel vorgenommen, aber sie wurden sofort von den Würzburger Kickers auseinandergenommen. Viel zu viel Platz für Baumann, dann noch keiner bei Ademi, der mit Pech, und Skalatidis, der Mann der letzten Wochen bei den Würzburger Kickers, kompromisslos, ein klasse Tor, Rostock gnadenlos ausgekontert. Hansa spielte wie gelähmt. Es kam extrem wenig, aber dann strafften sie sich nochmal. Königs, der Ex-Würzburger, der hatte große Töne gespuckt, wollte Würzburg ohne Punkte wieder nach Hause schicken. Er war aber so gut wie abgemeldet. Seine beste Aktion, dieser Abschluss nach 55 Minuten an den Pfosten. Ansonsten, wie von der gesamten Hansa-Offensive, im Grunde genommen nichts zu sehen. Und in diese kleine Drangphase marschierte wieder dieser Simon Skalatidis. Der machte mal wieder ein Bombenspiel. Göbel, und dann war Bachmann da. Das 3:0 nach 63. Minuten. Die Entscheidung in diesem Fußballspiel. Yannick Bachmann, der hatte zuletzt auch einen Doppelpack im Landespokal gegen den Würzburger FV geschnürt. Startet gut durch. Ademi im Abseits, aber der greift nicht entscheidend ein. Bachmann mit dem 3:0 sein erster Saisontreffer. Und Würzburg immer noch hungrig. Rostock sehnte nur noch den Feierabend herbei. Aber die Würzburger, die hatten noch einen. Wieder eingeleitet durch Skalatidis. Der eingewechselte Breitkreuz legt ab für Ademi. Und den musste er dann natürlich machen. Orhan Ademi, der Schweizer mit seinem zweiten Saisontreffer. Die Würzburger Kickers, sie nahmen Hansa komplett auseinander. Die 40 mitgereisten Fans wussten auch nicht, was da los war. Steckte da wirklich den Rostockern noch so viel Stuttgart in den Knochen? Ach nein, also wir brauchen jetzt doch nicht nach Ausreden suchen. Also wir hatten eine ganz normale Spielrhythmuswoche, Samstag. Und auch wenn man da mal 1, 2 Trainingseiten verpasst unter der Woche, muss man ja schon hinkriegen, dass man dann zum Wochenende aggressiv und bei 100% ist. Und wenn man das nicht ist, dann sollte man vorher Bescheid sagen und dann lieber nicht spielen. Ja, ich würde sagen, ein besseres Auswärtsspiel können wir eigentlich hier nicht machen. Ich meine, wir wollten einen Sieg mitnehmen, hatten noch das Selbstbewusstsein, aber dass der 4:0 geworden ist, natürlich noch umso ragender. Würzburg feiert den zweiten Drittliga-Dreier in Folge, verabschiedet sich aus dem Tabellenkeller hoch ins sichere Drittliga-Mittelfeld. Bei Rostock dagegen hagelt es die erste Heimpleite seit 5 Monaten, die dritte schon in dieser Saison. Ein weiterer Rückschlag auf der Mission Richtung zweite Liga.